Trump, Putin, Erdogan, sie sind Autokraten. Sie sind an ihren eigenen Interessen interessiert. Kaum an Werten setzen sie diese Interessen bedingungslos durch. Der Historiker und Politologe Herfried Münkler ist bei mir zu Gast im Dialog. Sie haben gesagt, das ist ein Wendepunkt, ein politischer Wendepunkt, den wir im Augenblick erleben, mit großen Gefahren für die Friedensordnung in der Welt und vor allen Dingen auch in Europa. Wie gefährdet ist die denn? In zweierlei Hinsicht. Autokratische Politiker haben eine gewisse Neigung, willkürliche Entscheidungen zu treffen. Sie werden unberechenbar. Andere merken das, reagieren darauf. Und das führt dazu, dass die Welt gefährlicher wird. Wenn sie gefährlicher wird, ist das ein Problem durch diese Autokraten oder hat das mit der multipolaren Welt zu tun, die ja immer wieder beschworen wird von den Politologen, von den Historikern? Also sicher ist es so, dass die Autokraten jetzt nicht vom Himmel gefallen sind, sondern sie selber sind das Produkt von Veränderungen, einer Sehnsucht nach Überschaubarkeit, einer Sehnsucht nach vielleicht auch nur inszenierter Handlungsmächtigkeit. Und insofern sind sie, diese Autokraten selber, Produkte einer zunehmend komplexeren Welt, in der die Möglichkeit, einen politischen Wunsch und Willen zur Geltung zu bringen, unter immer mehr Vorbehalten steht. Und diese Vorbehalte führen dazu, dass es so etwas wie eine Sehnsucht nach starken Männern oder auch starken Frauen gibt, die diesen gordischen Knoten nach der Manier Alexanders durchschlagen. Was ist ein Autokrat? Ja, das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Es ist mithin eine der schwierigsten Fragen und eigentlich in 30 Minuten überhaupt nicht zu klären. Aber es ist einer, der eine starke Neigung hat, sich den Checks and Balances einer rechtsstaatlichen Verfassung zu entziehen. Er hat in der Regel eine demokratische Legitimation in unserer Welt jedenfalls. Man kann das von Erdogan sagen, auch von Putin im weiteren Sinn und selbstverständlich von Donald Trump. Aber er nutzt diese demokratische Legitimation, welche Legitimation auch immer, um die Systeme, die ihn einhegen sollen und die ihn in seiner Macht kontrollieren sollen, immer wieder zu überspringen, zu zerschlagen, also sozusagen die Fesseln des Rechts zu zerreißen. Das ist das, was wir im Augenblick beobachten, etwa in der Türkei bei Erdogan, der das System umbauen will. Das ist etwas, was wir beobachten auch bei Donald Trump, wobei der ja auf Widerstand trifft. Er trifft auf Widerstand selbst konservativer Kreise in den USA, die dann im Letzten immer sagen, wir sind vereidigt auf die Verfassung, auf das, was die Grundlage unserer Gesellschaft gibt. Jetzt kann man sich gut vorstellen, dass das bei Erdogan funktioniert. Funktioniert das auch bei Trump auf Dauer? Das ist eine sehr viel spannendere Frage, nicht? Also Erdogan hat in vieler Hinsicht die günstigeren Ausgangsvoraussetzungen. Erstens ist die Türkei ja nur eine ganz kurze Zeit, eigentlich die Zeit der AKP-Regierung, das ist das Bittere dabei, so etwas wie eine einigermaßen funktionierende Demokratie gewesen. Vorher immer wieder Interventionen des Militärs, sodass er nicht gegen eine lange Tradition agieren muss. Das ist in den USA anders. Auch eine selbstbewusste, wertbewusste Beamtenschaft, teilweise im Außenministerium, teilweise in der Justiz. Da kann er sich durchaus die Zähne dran ausbeißen. Andererseits ist er einer, der gerne beißt. Also er lässt sich dann nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Und insofern könnte das eine sehr offene Konfrontation werden. Auf der einen Seite sich der Präsident auf seine prärogativen Rechte beruft, nicht? Und auf der anderen Seite die Gewaltenteiligkeit eingeklagt wird. Und das ist ein aus verfassungspolitischer, verfassungshistorischer, politiktheoretischer Sicht interessanter Konflikt, denn bei den frühen Theoretikern des demokratischen Rechtsstaates ist neben Exekutive, Judikative und Legislative noch die Prärogative des Präsidenten oder des Königs als eine eigene Macht gedacht worden, was wir in Deutschland so gar nicht auf dem Schirm haben. Ein ganz gutes Beispiel ist ja auch die Frage, kann ein Präsident zum Beispiel oder ein verantwortlicher Regierungschef entscheiden über das Militär. Das ist ja in Deutschland gar nicht möglich. Das muss ja das Parlament machen. Wir haben einen großen Unterschied. Genau. Das ist in den USA anders. Das ist auch in der französischen Präsidialverfassung anders.
Aber es kommt natürlich noch hinzu, dass wenn der Präsident sagt, das sind wesentliche außen- und sicherheitspolitische Erfordernisse, und da hat mir weder die Justiz noch sonst irgendjemand reinzureden, so wie Trump jetzt in der Frage dieser Ausschließung von Menschen aus 7 Staaten argumentiert, dann ist das im Prinzip ein Konflikt innerhalb der Verfassung, weil beide Dimensionen ausgelegt wird. Und die Frage ist, wer setzt sich am Schluss in der Frage der verbindlichen Verfassungsinterpretation durch? Herr Mückler, Sie haben Ihre Dissertation geschrieben über Niccolo Machiavelli. Das ist jemand, der die Architektur der Machtdurchsetzung, der Interessendurchsetzung ganz ausführlich beschrieben hat. Was kann man denn für geschichtliche Leitlinien festmachen? Wir haben ja geglaubt, 1989, 90, 91, die Zeit dieser Menschen, die im Zweifel in Afrika waren, Herrscher oder Südamerika waren, die sei vorbei. Das ist ja offenbar nicht der Fall. Wir haben eine Renaissance dieser Machtmenschen, dieser Autokraten. Wenn Sie das mal auf dem historischen Hintergrund beleuchten, wie kommt es jetzt plötzlich dazu? Naja, also Theoretiker wie Machiavelli etwa haben immer sich Gedanken darüber gemacht, dass Geschichte in Zyklen verläuft und dass möglicherweise gerade der Höhepunkt einer Sache oder das Ansteigen einer Welle dazu führt, dass sie sich dann überschlägt und es wieder ins Gegenteil führt. War das eine Demokratisierung der Welt, die jetzt umschlägt? Man kann sagen, eine Demokratisierung, aber auch in Verbindung natürlich mit einem großräumiger Werden von Zusammenhängen, also Global Village gewissermaßen als die Formel dazu und jetzt gewissermaßen das genaue Gegenteil, eine Sehnsucht nach Kleinräumlichkeit vom Brexit bis zu Austrittsvorstellungen gewisser populistischer Parteien in Europa und natürlich auch America Great Again im Sinne einer neo-isolationistischen und neoprotektionistischen Politik bei Trump. Genaue Gegenteil zu sozusagen der Welle, die uns die letzten 2, 3 Jahrzehnte getragen hat. Das sind Beobachtungen, die diese klugen Politiktheoretiker, die eigentlich immer auch noch sich rückversichert haben durch geschichtliche Tendenzen, immer beobachtet haben, die sie auch bei einigen jüngeren Autoren, Albert Hirschman und anderen, finden. Also das Umschlagen einer Entwicklung ins genaue Gegenteil. Und ich glaube, wir sind zurzeit an einem solchen Umschlagspunkt. Wenn wir uns mal anschauen, womit diese Autokraten Begeisterung, Euphorie in ihren Ländern auslösen. Es ist ja so, dass sie Demokratie reduzieren und dennoch Zustimmung bekommen. Das Volk wird eigentlich weniger beteiligt an der Macht, aber dennoch ist die Zustimmung, die Begeisterung von großen Teilen der Bevölkerung immer größer geworden, auch bei Erdogan. Was ist das für eine psychologische Dimension, die wir da sehen? Wir haben ja immer wieder Globalisierung nur unter einem technokratisch-wirtschaftlichen Aspekt gesehen. Da haben wir gesagt, ja, das hat Vorteile, hat aber natürlich auch Nachteile. Mhm. An der Globalisierung kommen wir aber nicht vorbei. Das, was da stattfindet, ist eine Globalisierung, Sie haben es gerade beschrieben, in dem Sinne, als dass die Menschen sich vor diesem komplexen Welttheater zurückziehen und sagen, da ist meine Scholle, da ziehe ich mich zurück. Mhm. Ja gut, diese Prozesse der das großräumlicher oder großräumiger Werden der Welt, Globalisierung, weil sich alles dahinter verbirgt, ist natürlich auch die Erfahrung wachsender Sachzwänge, wachsender Komplexität, schwindender Handlungsmacht. Vielleicht ist der von Frau Merkel gelegentlich gebrauchte Begriff der Alternativlosigkeit sozusagen die Chiffre dafür. Und das kann Leute schon deprimieren, nicht? Wenn sie permanent gesagt bekommen, eigentlich kannst du sowieso nichts machen. Das sind Prozesse, die selber laufen und dann wehren sie sich dagegen, entwickeln die Sehnsucht nach starken Männern, die auch mit entsprechendem Gestus auftreten und sich durch Sachzwänge nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das kann man sehen für die unheilige Dreifaltigkeit, die wir zurzeit da beobachten. Putin, Erdogan, Trump, die treten ja gewissermaßen immer wieder mit dem Willen auf, ihren Willen zu zeigen, als derjenige, der stärker sei, als die Macht des Rechts, der Sachzwänge und was auch immer. Und
Das finden viele Leute sehr viel attraktiver und faszinierender als die Herrschaft des Rechts, die solche Willen bändigt und einhegt. Vielleicht kann man sagen, ein französischer Theoretiker des 16. Jahrhunderts, ein Freund von Montaigne, Étienne de la Boétie, hat dafür einen wunderbaren Begriff gebraucht, den der freiwilligen Knechtschaft, nicht? Servitude volontaire, als eine Form, in der man sich imaginieren kann, man sei Herr des Geschehens und sei es nur gewissermaßen, indem man ein begeisterter Trump-Anhänger ist, um auf diese Weise sich zu berauschen und sozusagen seine demokratischen Rechte darüber verspielt, hergibt. Das interessiert einen nicht dann. Herr Münkler, ein Kollege von Ihnen, der britische Historiker Timothy Garton Ash, hat gesagt, die drei Bedingungen, die in den 20er, 30er Jahren vorlagen, die sind eigentlich auch wieder gegeben, nämlich eine Krise des Kapitalismus, eine Krise der Demokratie und ein Zweifeln an Europa. Das sind Bedingungen, die unter Umständen in einen Krieg münden könnten. Kann man das vergleichen mit dieser Zeit aus Ihrer Sicht? Also vergleichen kann man immer und vergleichen ist ganz wichtig. Man sollte es nicht gleichsetzen, ja, und man sollte vor allen Dingen nicht gleichsetzen in dem Sinne, dass man sagt, die Ausgänge werden dieselben sein. Das führt in der Regel in die Irre. Aber sind die Gefahren die ähnlichen? Ja, die Gefahren sind sicher ähnlich. Wir schauen zurück, nicht, und versuchen uns vorzustellen, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Aber möglicherweise lernen wir das Falsche daraus und landen sozusagen gerade deswegen bei ähnlichen Ergebnissen. Ich glaube, man kann sagen, die normative Überfrachtung von demokratischen Entscheidungsprozessen, die dazu führt, dass im Prinzip kaum noch etwas schnell machbar ist im demokratischen Rechtsstaat, ist ein solches Problem, dass gewissermaßen die Steigerung von bestimmten Effekten einen Wunsch nach dem Gegenteil hervorbringt. Da wäre es politisch klug zu sagen, schauen wir zu, dass wir unsere Politiker nicht so schwach und handlungsunfähig machen, dass der Wunsch nach den starken Männern oder auch starken Frauen mit Blick auf Frankreich übermächtig wird. Also sozusagen Demokratie, die daraus lernen muss, aus solchen Umschlagspunkten, normative Überfrachtungen bis hin gleichsam zum Stillstand, auch in baupolitischer Hinsicht, zu vermeiden. Das ist allerdings nicht ganz leicht, weil man ja sagen kann, vielleicht ab den 1970er Jahren ist die Demokratie in Westeuropa dadurch gekennzeichnet, dass immer mehr Imperative in sie hineingespielt worden sind, mit dem Ergebnis, dass wir am Schluss dastehen und wenn wir in die eine Richtung wollen, dann sagt uns aber der Imperativ, dass wir in die andere sollen und wenn wir dem nachgeben, kommt der andere wieder ins Spiel und wir sind gewissermaßen stark wie Gulliver, aber trotzdem gefesselt. Aber wenn wir das mal, Sie haben gerade das Bauen angesprochen, ja. Wenn wir das mal, wir sind hier in Berlin auf den Flughafen beziehen, wenn wir Stuttgart 21 sehen, ja. Dann wird das, was dort geschieht, das heißt die Beteiligung, der Protest der Bevölkerung, der Wille der Politik, etwas durchzusetzen auf der anderen Seite, ja nicht interpretiert im Nachhinein als eine Auseinandersetzung, die möglicherweise dann zu einem Punkt führt, wo man zwar nicht alle in ihren Interessen befriedigen kann, aber letztendlich einen demokratischen Prozess hinter sich hat, sondern als Blockade. Es geht nicht vorwärts. Dann kann ein Autokrat wie Trump oder auch andere sagen, das ist mir alles egal, ich sage heute das und morgen das. Ich tue aber so, als würde ich etwas tun. Und das reicht den Menschen inzwischen? Naja, der Hintergrund ist gewissermaßen die Erfahrung der Selbstblockierung, des Stillstandes. Und dann ist die Beobachtung von Widersprüchlichkeit gar nicht so zentral, sondern vielmehr die Beobachtung von Willensmächtigkeit und Handlungsstärke, nicht? Sozusagen als ein Wunsch gewissermaßen, aus dieser Situation der Selbstfesselung herauszukommen und sozusagen ins Freie der Dezision wieder zu geraten. Also was ich damit sagen will, ist,
Ich glaube nicht, dass man in dieser Situation jetzt sagen soll, wir retten die Demokratie, indem wir mehr direkte Demokratie einführen. Also Volksabstimmungen. Volksabstimmungen, was auch immer, nicht? Sozusagen deren Unklugheit kann man ja im Falle Berlin ganz gut beobachten. Nichtbebauung des Tempelhofer Feldes, aber gleichzeitig der Wunsch, dass mehr günstiger Wohnraum in der Stadt entsteht. Aber wo hätte er denn entstehen sollen, wenn nicht hier? Also es ist nicht so, dass wenn man der Bevölkerung Einzelfragen vorlegt, die Addition von Volksentscheiden zu einer sinnvollen und klugen Politik führt, weil häufig durch solche Referenden Entscheidungen herbeigeführt werden, die Politik dann auf Jahre hinaus binden. Während hätte das Abgeordnetenhaus den Entschluss gefasst, wir bebauen Tempelhof nicht, dann hätte man angesichts einer veränderten Situation auf dem Wohnungsmarkt hinterher sagen können, okay, war damals nicht so klug, wir revidieren das, nicht? Während in der direkten Demokratie ist oft eine Revisionsunfähigkeit, eine Irreversibilität von Entscheidungen. In gewisser Hinsicht stehen die Briten ja auch vor dem Problem. Eine Mehrheit würde gerne aus diesem Brexit-Votum herauskommen, aber es ist nun einmal da. Und man hat sich im Zweifel auch nicht ordentlich informiert vorher. Wir haben es ja beim Brexit auch gesehen, bei dem Votum gesehen, dass ganz viele aus einem emotionalen Impuls gesagt haben, jetzt lasst uns mal mit diesem Brüssel in Ruhe, obwohl sie gar nicht bedacht haben, was das bedeutet für ein Land wie Großbritannien. Ja. Jetzt gehen Sie aber ja im Grunde noch einen Schritt weiter. Sie sagen ja, bei diesen komplexen Entscheidungen, die gefällt werden müssen, ist ein Großteil der Bevölkerung im Zweifel gar nicht richtig informiert, will sich auch gar nicht mehr richtig informieren, weil im Zweifel das Problem ungeheuer kompliziert ist. Sie haben großes Aufsehen erregt mit der Äußerung, ich will Sie jetzt nicht, hoffentlich zitiere ich Sie richtig, im Zweifelsfall muss man sagen, in vielen dieser Entscheidungen ist das Volk einfach dumm. Ja. Die haben den Nachsatz noch gemacht und haben gesagt, es muss dafür gesorgt werden, dass die Bevölkerung einfach informiert wird, dass ihr das zur Verfügung steht, um zu entscheiden. Der erste Satz wurde natürlich auch gegen Sie verwandt. Aber was passiert da? Was ist das, was wir erleben, die Kapitulation vor der Komplexität, die der normale Bürger erlebt? Also zunächst einmal ist das, was ich damit gesagt habe, dass wenn man sagt, das Volk an sich ist, weil es das Volk ist, klug und trifft weise Entscheidungen, selber ein dummer Satz, nicht? Wir müssen davon ausgehen, dass eine Wahlbevölkerung, die sich nur partiell informieren kann, aus nachvollziehbaren Gründen, denn das kostet Geld und Zeit, die aber auch nicht die Erfahrung gemacht hat, dass oft das, was man intendiert, gerade nicht eintritt, sondern das Gegenteil tritt ein, dass die sozusagen geschult werden muss. Die Schweizer kriegen das ganz gut hin, weil sie permanent Volksabstimmungen machen, nicht? Und vermutlich hat jeder Schweizer schon einmal erlebt, dass das, was er geglaubt hat, mit seiner Stimmabgabe zu erreichen, das Gegenteil bewirkt hat. Das sind wichtige Effekte, darüber lernt man. Andererseits kann man sagen, die Schweizer können sich das leisten, weil sie sozusagen über relativ kleine Fragen nur abzustimmen haben und weil sie eine lange Tradition haben. Und so etwas in großen Demokratien zu versuchen, wäre ausgesprochen riskant. Also meine ich, sagen, diese Behauptung, Volkeswille ist Gotteswille, hat nur dann einen Sinn, wenn man sagt, okay, es ist nicht reversibel, ja, wenn ein Referendum stattgefunden hat. Deswegen sollte man sehr zurückhaltend sein, diese Göttlichkeit, die eine Göttlichkeit ist, die sich irren kann, zu häufig ins Spiel zu bringen. Natürlich will ich damit jetzt gewissermaßen nicht demokratische Entscheidungsprozesse in Frage stellen, sondern ich will darauf hinweisen, dass wenn man in hohem Maße an Politik partizipiert, man selber relativ viel lernt und darüber Kompetenzen entwickelt. Also ersetzen wir mal das Volk durch den Bürger, dann haben wir den kompetenten Bürger, der sich vielleicht in rechtlichen Fragen auskennt, der sich in prozeduralen Fragen auskennt, der Politik lange beobachtet hat, aber das ist ein nicht sehr großer Anteil der Bevölkerung. Die Demokratie hat darauf reduziert, indem sie gesagt hat, wir versuchen gewissermaßen Politikprozesse so zu organisieren, dass alternative Entscheidungen angeboten werden von den Parteien, nicht? Also wir überfordern gewissermaßen die Klugheit der Bürger nicht. Und weil wir sie nicht überfordern,
erfüllen wir die Bedingungen der Egalität, nämlich dass jeder Mensch eine Stimme hat, jeder Staatsbürger eine Stimme. Aber in dem Augenblick, wo man sagt, okay, ihr müsst darüber entscheiden, ob wir in der EU bleiben oder nicht in der EU bleiben, nicht? Und dann sozusagen die Nachrichtenlage von Fake News überschwemmt wird, wie man das ja in Großbritannien gesehen hat, dann stellt sich heraus, das, was ich gesagt habe, das Volk ist dumm. Ja? Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt jeden Einzelnen sage, er ist dumm, sondern im Sinne des Bestreitens des Satzes, dass die Entscheidungen des Volkes prinzipiell kluge Entscheidungen sind. Aber Herr Münkler, wenn das stimmt, was Sie sagen, dann würde diese Entwicklung, die wir jetzt im Augenblick erleben, nämlich eine Art von Spaltung der Gesellschaft, weitergehen. Und dieser Spalt zwischen den Teilen der Gesellschaft würde ja eigentlich immer größer werden. Denn diejenigen, die sich abgehängt fühlen, wie man das ja in den USA gesagt hat, diejenigen, die Sie beschrieben haben als Menschen, die als Bürger davorstehen und sagen, ich verstehe das nicht mehr, das muss jetzt jemand für mich machen, egal wie, weil ich bin nicht in der Lage, es nachzuvollziehen und zu entscheiden, dann würde dieser Teil ja umso wütender denen gegenüber werden auf Dauer, die noch behaupten, sie würden die Komplexität durchschauen und wären in der Lage, die Entscheidungen zu treffen. Das heißt, der Wut gegen das Establishment, die ja ganz ein Instrument, was Trump massiv eingesetzt hat, das wäre ja hervorragend einzusetzen, um wirklich große, massive Auseinandersetzungen in den Gesellschaften hervorzubringen. Ja, deswegen glaube ich auch, dass wenn Garton Ash sagt, ja, wir haben Probleme, und möglicherweise sollten wir uns die 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts in Europa angucken, um zu wissen, wie diese Probleme sich zuspitzen. Da ist was dran, nicht? Diese Spaltung der Gesellschaft, die Sie beschrieben haben, ist ein ähnlicher Prozess, wie er in vielen europäischen Ländern und dann auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, nicht? Ich meine, sozusagen das gesamte Mitteleuropa, war mit Ausnahme der Tschechoslowakei 1938 nicht mehr demokratisch, Südeuropa auch nicht, etc. Und sozusagen die Demokratie hatte sich zurückgezogen nach Skandinavien und Frankreich und den Niederlanden. Dass man also alles daran setzen muss, Politikprozesse so zu organisieren, dass im Prinzip eine Mehrheit der Bevölkerung an diesen Prozessen teilnehmen kann, ohne sozusagen auftreten zu müssen wie der Elefant im Porzellanladen. Also gewissermaßen zum Opfer populistischer Parteien werden, die genau mit dieser Argumentation, die Sie beschrieben haben, wir hier unten, die da oben wirtschaften nur in ihre eigenen Taschen, machen ihre eigenen Interessen und wir sollen die Zeche bezahlen, dass diese Argumentation sinnfällig widerlegt wird durch tatsächliche Politikprozesse, nicht? Und das heißt Wiederbelebung der Parteiendemokratie. Wenn diese Szenarien richtig sind, so wie Sie sie beschreiben, Sie haben gerade den Populismus angesprochen. Der Populismus, haben Sie gesagt, ist eine Verachtung vor dem Kompromiss. Ja. Das heißt eigentlich im Grunde sagt man, mir ist es egal, wir brauchen gar nicht einen Handel abzuschließen, wir brauchen gar nicht einen Kompromiss abzuschließen, ich habe sowieso Recht. Und ich setze dieses Recht auch einfach durch, egal ob du dafür oder dagegen bist. Genau. Das ist ein Konflikt, Herd, Sondergleichen. Sie haben 2015 das Buch geschrieben, Kriegssplitter, haben darauf hingewiesen, dass der Krieg als Mittel der Auseinandersetzung, den wir Jahrzehnte nicht mehr, seit 70 Jahren nicht mehr in Europa hatten, mit Ausnahme von Bosnien, eigentlich vor der Tür steht. Er ist zurückgekehrt, nicht? Und zwar in einer anderen Gestalt. Also Clausewitz sagt einmal, der Krieg sei ein wahres Chamäleon. Er passt sich äußeren Umständen an. Und viele von uns haben geglaubt, der Krieg in Gestalt der Konfrontation von Staaten, wie wir ihn letzten Endes im 20. Jahrhundert in zwei großen Kriegen erlebt haben, sei die einzige Form des Krieges, sozusagen der evolutive Endpunkt der Geschichte des Krieges. Und wenn man den fesselt, UN-Charta und derlei mehr, dann sei man außen vor. Nun hat sich aber gewissermaßen unterhalb dessen eine Asymmetrie entwickelt. Also der Krieg ist wieder billiger geworden oder Kriegführung ist billig geworden. Die Erfahrung Jugoslawien, aber auch große Teile Afrikas ist, dass Akteure, Warlords, die gar nicht sehr viel Geld haben, die sich auch keine Luftwaffe, Marine auch nicht,
und auch kein komplexes Gerät leisten können, aber kriegführungsfähig sind. Das heißt, die Eintrittsschwellen sind abgesenkt. Diese Beobachtung führt dazu, dass auch diese Kriege nicht mehr juridisch gefesselt werden können durch das Kriegsvölkerrecht. Ist ja oft so witzig, nicht, dass sozusagen dann die Vorstellung hat, aber was sagt denn das Kriegsvölkerrecht dazu? Ja, der Warlord sagt, das interessiert mich nicht und benimmt sich dem entgegen. Ich glaube, man kann sagen, das, was wir zurzeit im Nahen Osten zwischen Syrien, dem Nordirak und dem Jemen auf der einen Seite, Mesopotamien und der libyschen Wüste auf der anderen Seite haben, das ist so eine Art 30-jähriger Krieg, in der sich Hegemonialkonflikte, Konfessionskonflikte, die Ökonomisierung der Gewalt, all das in einer unordentlichen Weise mischt. Und sozusagen der Worst Case wäre das Zeitalter von Westfalen, also dieser westfälischen Ordnung, die in Münster und Osnabrück durchgesetzt worden ist, ist vorbei, in der die Staaten die Monopolisten des Krieges waren und man einen Ansprechpartner hatte, den man zur Vernunft zwingen konnte. Und es entsteht eine Melange, bei der man nicht sagen kann, die binäre Ordnung, also entweder Krieg oder Frieden und ein drittes gibt es nicht, die ist zurückgekehrt, sondern überall ist das Dritte da. Das Dritte ist überall im Spiel, nicht? Also wir wissen oftmals nicht genau, ist das jetzt Krieg oder ist das noch Frieden, nicht? Also was weiß ich, Hollande erklärt nach, ja, sagt er, wir sind im Krieg, nicht? Aber schickt den Flugzeugträger Charles de Gaulle ins östliche Mittelmeer. Aber die Sicherheit in die französische Gesellschaft kehrt zurück, weil die belgische Polizei in Molenbeek irgendwann mal diese Zelle ausgehoben hat. Also wir sind in einer wirklich unordentlichen Welt in diesem Sinne angekommen. Und das führt vielleicht auch mit dazu, dass es ein so starkes Bedürfnis nach autokratisch-voluntaristischen Politikern gibt. Wenn diese Gefahr des Krieges, die Rückkehr des Krieges, wenn diese Gefahr so existiert, haben wir auch noch ein Problem im Bewusstsein der Menschen, die den Krieg so gar nicht mehr kennen und die auch das Gefühl gar nicht mehr haben dafür, da kann ein größerer Konflikt daraus entstehen. Sie beschreiben ja auch, wie dieses Bewusstsein im Grunde genommen verloren geht. Was kann man da tun? Wir können ja nun nicht von morgens bis abends nur noch Dokumentationen über den Krieg, den dritten Weltkrieg sozusagen verhindernd senden. Was kann man machen, um die Menschen wieder zu sensibilisieren? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich bin natürlich von Hause aus Hochschullehrer, nicht? Und glaube dann schon irgendwo an die Kraft vernünftiger Argumentation. Wenn ich das nicht mehr täte, dann hätte ich meinen Job verfehlt. Also ich glaube schon, dass man zeigen muss, und das ist die Herausforderung für die Europäer in den nächsten 20, 30 Jahren, dass wir es schaffen müssen, im Nahen Osten und der gegenüberliegenden Mittelmeerküste und der dahinterliegenden Sahelzone mit einem Mix von Mitteln, heißt auch unter Einbezug militärischer Fähigkeiten, eine gewisse Stabilität zu schaffen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann gehen wir in Zeiten hinein, die für uns katastrophal werden. Das ist eine große Herausforderung, denn wir haben uns als Europäer und als Deutsche insbesondere daran gewöhnt, dass andere diese Tätigkeiten machen, hohem Maße die USA, die es nicht mehr tun werden. Das ist sozusagen mit Trump wie ein Donnerschlag klar. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass zu beobachten und uns rauszuhalten. Und diese Formel, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, war ja sozusagen eine Suggestion der Generierung von Frieden. Heute muss man eher sagen, mit Blick auf die Geschichte Libyens oder Syriens, stell dir vor, es ist Krieg und viele gehen hin, tun sie ja selbst aus unserer Gesellschaft, und was machen wir? Herr Münkler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja,